Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Episode Nummer 98 ist am Start und wir wollen heute noch das letzte Mal hier, beziehungsweise das vorletzte Mal vor dem Legenden-Squad, ein ganz normales Team bauen und mal sehen, wie das Ganze heute laufen wird. Wenn ihr selber Coins braucht, um euch Teams zu bauen, schaut bei Randyrun vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Auch damit könnt ihr mich richtig gut unterstützen. Und warum sage ich auch? Denn hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar, wenn ihr ein Like auf dieses Video da lasst, ist das die beste Unterstützung. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu Episode Nummer 98 der 7 Minute Squad. Ja, wir nähern uns der 100, wir nähern uns dem Legenden Squad, aber heute gibt es nochmal ein ganz normales Team. Und wenn ihr euch selber Teams bauen wollt, schaut bei Randyrun vorbei, Link ist in der Videobeschreibung, sehr günstige Coins. Und wenn ihr da einkauft über euren Link, könnt ihr mich damit sehr gut unterstützen, würde ich mich extrem drüber freuen. Genauso wie wenn ihr ein Like auf das Video da lasst, wenn es euch gefällt, ja, drückt den Daumen nach oben, denn das ist eine großartige Unterstützung und hilft mir und meinem Kanal und meiner Arbeit wirklich sehr viel weiter. Sagen wir es einfach mal so. Gut. Was gibt es zu sagen? Ich glaube nicht viel heute. Wir suchen zwei Spieler uns raus. Und zwar den ersten von Seite 2 hier. Wer bist du denn? Du hast zwei Sterne Skills und kommst aus Simbabwe. Simbabwe. Monua Diakite. Ich glaube, wir nehmen Van Persie, oder? Wir nehmen Robin Van Persie. Oh, aber egal, wir nehmen Robin Van Persie. Und dann brauchen wir noch einen Spieler. Suchen wir mal nochmal, weil der ist schon über 30k, glaube ich. Ne, wir müssen ja von Seite 1 nehmen, ne? Seite 1. So, die transferierte Version von Quadrado. Na, hier sind nur Schallspieler aus der gleichen Liga, deswegen gehen wir mal eine Seite weiter. Ja gut. Es gibt, guck mal, überall Premier League-Spieler nur. Warte mal, wir machen jetzt mal was anderes. Über 10k stellen wir jetzt mal. Warum auch nicht? Und schauen wir mal, was daraus wird. So, 10k. Ah ja. Dirk Hoyt wäre vielleicht gar nicht so schlecht, der Inform, ne? Den mal auszuprobieren. Rafinha, Cáceres, Jefferson, Hummels. Wir machen es jetzt ganz anders. Und zwar nehmen wir einen Silberspieler dazu. Wir nehmen einen Silberspieler dazu, und zwar von der ersten Seite, ja genau. Josie Altidore, Ramirez, Arias, Kavanda, Xumetra, Halilovic. Behalten wir mal Arias im Hinterkopf, außer jetzt kommt hier was ganz, ganz Geiles. Adrian. Natürlich ein Schwalbengott vor dem Herrn, der Forster-Skills, aber 76 Schuss. Talisca. Talisca ist geil an sich. Den würde ich gerne mal ausprobieren. Der ist nämlich cool. Der ist einer der Topscorer von Benfica dieses Jahr. Und deswegen auf jeden Fall würdig hier in diesem Team ausprobiert zu werden. Sehr guter Anderson. So, 550 Coins kostet der nur relativ wenig eigentlich für die Werte. Ich meine, gut, 71 hat keine Forster-Skills, aber er ist immer im Brasilva mit 71 Tempo und so. Und naja, geht auf jeden Fall. Müssen wir eine Formation noch finden. Für diese beiden Spieler und in der Zeit stelle ich mal eben hier meinen Timer. Eine Sekunde. So. Na. Zack. Und zack. Ach nö. Komm. Machen wir nochmal. Ja. 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 Komm. Machen wir ruhig. Talisca. Und Van Persie habe ich nur als 10er. Aber das ist ja nicht so schlimm. Oh, Stellungsspiel. MS. Ne, ZWM zu MS müsste ich irgendwo zumindest haben. Scheint nicht so. Egal, besorge ich mir gleich kurz. Gehen wir erstmal auf den Transfermarkt und dann starten wir das ganze Team hier in 3, 2, 1 und los. So, alles klar. Gut. Niederländer aus der. Ich will auch nicht mein Toilet, Alter, meine Boxen. Was sind die meine Boxen? Was ist denn das? Egal, irgendwas hört sich hier komisch an. Primera Liga auf jeden Fall erstmal. Gibt es da einen Niederländer? Ich denke eher nicht. Doch, es gibt einen Niederländer. Und zwar, ach ja, genau, aber Bruno Martins Indy. Naja, der hat aber keinen Link so wirklich. Aber Ola John hätte einen Link und Ola John spielt bei Benfica. Natürlich ideal. Den nehmen wir einfach mal. Wir wollen auch ein Silber-Gold-Team bauen. Dann brauchen wir jetzt einen rechten Mittelfeldspieler von Manchester United. Das ist natürlich auch nicht so einfach, aber machbar. Aber machbar. Es gibt Valencia und ansonsten war es das, glaube ich. Valencia habe ich ja letztens erst benutzt in dem, gibt's, ne, okay, alles klar.
In dem Ecuador-Trio-Team. Ich habe gerade überlegt, wie ich das genannt habe. Ist ja klar, Ecuador-Trio. So, kostet nur 650 Münzen, obwohl der Discard-Value von 640 hat. Was relativ nice ist eigentlich. Müssen wir überlegen, wie wir weitermachen. Ecuador verlinken ist scheiße, aber Brasilien verlinken ist an sich easy. Deswegen nehmen wir Anderson. Das ist der Sechser von Man United. Genau der hier. Beziehungsweise der zentrale Mittelfeldspieler eher. Dann brauchen wir jetzt noch einen Sechser von Benfica. Beziehungsweise einen brasilianischen Sechser aus der Primera Liga. Gibt's da einen? Casemiro, natürlich. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das geht sehr gut voran. Dann nehmen wir jetzt einen rechten Verteidiger aus Brasilien und einen linken Verteidiger aus Brasilien. Ja, genau so machen wir das. Ein Rechtsverteidiger aus Brasil. Ja. Gibt's nicht so viel Auswahl, ne? Maicon. Problem bei Maicon ist der Link, weil er hat zwar Kastan, aber ich glaube, sonst sieht's relativ mau aus. Wie sieht's mit Silber aus? Michel. Cicinho. Das setzen wir erstmal drauf. Fabinho ginge auch. Linksverteidiger am besten auch Silber. Warte, wir haben jetzt 1, 2, 3 Goldspieler und 1, 2, 3 Silberspieler dann. Linksverteidiger Silber ist immer schwierig, aber wir haben beispielsweise den guten Tejesch. Ja. Ich merke gerade, es wird allgemein schwierig, das Team fertigzustellen, weil wir ja theoretisch bräuchten wir Innenverteidiger vom. Also die gleiche Nation haben einen Strongling zum rechten Verteidiger. Also quasi die bei einem Verein spielen und dann, ne, ihr wisst glaube ich, was ich meine. Vielleicht auch nicht. Jetzt muss ich kurz überlegen, ob das irgendwo der Fall ist. Einen brasilianischen Rechtsverteidiger ist natürlich schwer zu finden auch. Cicinho, was hat ein Sevilla so für Innenverteidiger? Da müssen wir mal eben nachschauen. BBVA. Sevilla. Arribas Pareja. Pareja wäre Argentinier. Das wäre schon mal an sich. Sie haben auch noch einen Franzosen. Gibt es einen Linksverteidiger, der einen Strongling zu einem Franzosen hat? Ja. Aber in der gleichen Liga. Uncool. Gibt es einen Linksverteidiger, der einen. Ein Rechtsverteidiger, der einen Strongling zu einem Franzosen hat vielleicht. Der nicht in der gleichen Liga spielt. Gibt es einen französischen Innenverteidiger bei Genua? Bei Bayern gibt es keinen. Bei Roma meine ich auch nicht. Gibt es einen bei Monaco? Das war schlecht gesucht, aber gibt's einen bitte. Das wäre. Bitte. Nein! Das gibt's doch nicht! Oh, so ein Pech. Nehmen wir erstmal vorsichtshalber Marcelo. Nein. Marcelo. Was? Achso, ich dachte gerade schon. Und Varan. Und suchen mal weiter. Oh, hier, Mariano hat Bordeaux. Bitte lass Bordeaux einen französischen Innenverteidiger haben, bitte. Egal wie schlecht er ist, ich nehme ihn. Bitte. War hundertprozentig nicht, oder? Doch. Und er ist nicht so schlecht mit Palois. Okay, perfekt. Perfekt, dann machen wir jetzt nur noch einen Torwart aus Frankreich. Und dann nehmen wir einfach Frey. Und dann sind wir fertig. Nice. Das Team ist richtig interessant, glaube ich. Warte mal, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube 5. 6 Goldspieler und 5 Silberspieler. Ist sogar SG dementsprechend. Also ich bin beeindruckt von mir selber irgendwie. Na, zumindest ein bisschen. Und ich würde sagen, ich baue das Team eben fertig und dann sehen wir uns gleich wieder.
Freunde, es ist vollbracht. Es ist No Links Wasted im 4-2-3-1. Silber, Gold und 4 Ligen und 5 Nationen. Andersrum. 5 Nationen und 4 Ligen. Andersrum. 4 Nationen und 5 Ligen. So ist richtig. Es ist geil. Das in einem 7-Minute-Squad. Und das, also. Es ist schon, also. Doch. Ergreifend. Ergreifend, auf jeden Fall. Gut, ja, das Team geht jetzt in ein Spielchen und wir sehen uns gleich wieder. Schon ohne zu gucken, er hat einen 86er Sturm und hat eine Bronzebank. Von daher erwarte ich was Krasses. Und ich bekomme was Krasses. Dumbia. Und. Ach du Scheiße. Und das ist noch volle Chemie, weil der ja den Perfect Link hat. Ach du Scheiße. Das wird schwierig. Das wird wirklich schwierig. Aber es ist alles schaffbar. Regen, es ist doch nicht schaffbar. Ich habe verloren. Balleroberung im Mittelfeld. Das war die allerriesigste Chance in diesem ersten Durchgang bisher. Bisher sonst absolut ereignislos. Ja, also passiert nicht groß was. Mein Teammate gut dagegen. Ist ein ausgeglichenes Spiel. Chancen auf beiden Seiten, aber nichts irgendwie Überragendes. Von daher muss das auf jeden Fall besser werden in der zweiten Halbzeit. Ist ja fast wie im Karrieremodus, wa? Da muss es ja auch immer in der zweiten Halbzeit besser werden. Okay, Lay geht zu Inter Mailand. Wenn man sowas liest, denkt man sich, okay, hier ist er jetzt ausgeglichen. Ja, 11 Meter. Nein. Aber gut, ich nutze die Chance, weil ich habe Angst, dass der mir sonst hier irgendwie die Bude vollhaut. Die Frage ist, mit wem schieße ich? Eigentlich mit Van Persie, ne? Der muss mal irgendwie eine bessere Statistik haben. Und der hat 86 Meter. Okay, jetzt kann ich nicht mehr wechseln, weil sonst dauert das zu lange. Hammer, dann schieße ich halt mit Ola John und verschieße wahrscheinlich. Ich freue mich. Oh, Gott sei Dank macht er den rein. 1-0, Ola John, der ehemalige Hamburger. Wunderbar. Ibrahimovic. Nein. Oh, Frey, Alter. Ja, das gibt einen Eckball. Und er versucht mit dem Kopf. Oh, Frey, Alter. Und jetzt ist der Ausgleich gefallen. Damit sind sie wieder. Hammer. Nach einer Ecke. Super. Geil. Scheiße. Ganz, ganz blöde Grätsche. Ganz, ganz blöde Grätsche. Ich habe auch schon gedacht, ich habe einen Ball. Warum auch immer ich das dachte. Naja. Egal, vielleicht fällt Freden jetzt ja. Wer weiß. Aber wohl eher nicht. Na, ich wollte erst nach rechts springen. Okay, das heißt wieder angreifen. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Also ich weiß nicht, ich finde Van Persie echt scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mit dem nicht umgehen, ich finde den richtig kacke dieses Jahr. Also letztes Jahr okay, aber dieses Jahr, ich finde den ja auch schon im anderen Team richtig kacke, aber in dem Team jetzt hier gerade, der ist so schlecht, ne, ganz ehrlich. Da bringt mir Valencia mehr Torgefahr und der hat echt einen beschissenen Abschluss. Ja, mich nervt, dass ich jetzt mal wieder verloren habe, weil das war nicht unbedingt, ja okay, doch, es war einigermaßen verdient, aber unglücklich trotzdem. Ich habe aber trotzdem Hass auf Van Persie. Ich mag den in Realität auch nicht. Ich finde den scheiße mittlerweile bei Manchester. Und es ist genau wie in Realität. Er hält nicht das, was er verspricht. Und er ist einfach in meinen Augen kein guter Spieler. Und vor allem in dieses Jahr in Ultimate Team nicht. Dieses Jahr in Ultimate Team nicht. Naja, was willst du machen? Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, würde mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, Van Persie, das kannst du nicht. Bis dann, haut rein und ciao.